Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Heute werden wir... Kannst du mal mein Kaugummi nehmen? Wieso bleibt denn jetzt nicht kleben? Das ist Karma. Das ist Kaugummi. Wir können kein Video in diesem Auto drehen, ohne dass du irgendwo dein Kaugummi hinklebst. Ja. So, erzähl, was machen wir denn heute hier? Also, heute geht richtig, richtig krasse Action ab. Und zwar sind wir in die Stadt gefahren und wir werden jetzt alle Bilou-Produkte leer kaufen, stimmt's? Ja. Vielleicht könnt ihr euch an eins meiner letzten Videos erinnern. Da haben wir nämlich alle Center Shocks aus der ganzen Stadt gekauft. Das war geil. Ich dachte, nehmen wir Center Shocks. Davon gibt es nicht so viele in der Stadt. Und was macht ihr so? Es hat auch so einen Spaß gemacht und wir haben heute eben so ein bisschen gebrainstormt, was könnten wir machen? Und da ist uns diese Idee gekommen. Das Ding ist, ihr fragt euch jetzt, was wollt ihr denn da mit den ganzen Bilou-Produkten? Die nehmen wir natürlich nicht mit nach Hause, sondern wir werden die ganzen Sachen verschenken. An euch, auf der Straße, an Leute, die uns begegnen, an Leute, die uns erkennen gleich. Werden wir mal gucken. Ich muss sagen, ich habe ein bisschen Bammel davor. Okay, sollen wir einfach reingehen, Leute, hier? Ja. Da haben wir einen DM und da gehen wir rein. Aber es wird ja nicht nur bei DM verkauft. Wir werden auch gleich in andere Läden vielleicht noch reinmarschieren. Ja. Dann leeren wir doch mal den Laden. Was? Ja. Oh. Warum machen wir sowas? Ach so, und ganz kurz. Ich muss das jetzt hier komplett als Werbevideo kennzeichnen, weil ihr dauerhaft die Bilou-Produkte sehen werdet. Stimmt. Wir kriegen sie trotzdem nicht umsonst. Was soll denn das? Scheiße! So, okay. Sollen wir starten? Ja. Ich komme nicht aus dem Auto. Kannst du den bitte? Ich bezahle den Einkauf, wenn du den Wagen nimmst. Okay. Nein, vergiss es. Hallo, ich bin die Bianca und ich kaufe all ihre Bilous. So. Ich kaufe all meine Bilous. Uiuiuiuiuiuiui. Cool. Ach du liebes Bisschen. Ja, sagen wir mal so. Hätte uns schlimmer treffen können, oder? Ja, okay, cool, lass mal reinräumen. Okay. Wir gehen jetzt nochmal durch und gucken, ob wir irgendwo was anderes noch finden. Okay. So wie es aussieht, haben wir alles gekauft. Aha. Da haben wir doch nochmal zwei. Das ist das Einzige, was gesichert ist. Yeah! Erste Filiale komplett leer gekauft. Leute, das macht richtig Bock, wisst ihr das? Wir machen hier jetzt so einen kleinen Gratis-Bilou-Stand. Ja, das ist mir zu peinlich. Jeder, der hier dran vorbeigeht, darf mal reingreifen. Aber ihr dürft euch auch gerne mehr nehmen. Ehrlich? Ja, nehmt euch was ihr wollt. Sehr gut. Da wird gerade fleißig verschenkt. Ach, wie cool ist das denn? Also ihr dürft einfach reingreifen, euch alles nehmen, was ihr wollt. Oh, super. Wirklich alles? Ja. Kannst du mal einen Einspieler machen, was damals abgegangen ist? Ja, die sind alle voll zurückhaltend und schüchtern, nehmen sich zwei Produkte. Also jetzt mal einen Einspieler, was damals passiert. Ja, das ging ist. Damals ab. Ja, weil ich von einem auf. Dann sag ich mal danke. Ja, ne? Sehr gerne. Ja, danke. Danke. Parfum? Ja, nehmen Sie sich ruhig. Tschüss. Tschüss. Ja. Ja, wir sind im nächsten DM. Ich bin gespannt, was die hier haben. Ja, komm rein. Ja, gut. Hier fünf Regaldinger wieder leer gekauft. Das ist schon mal leer. So sieht's so aus. Boah, es sind original nur noch drei da. Vor allem bei den anderen sind so viele noch da. Krass, das ist original wirklich fast alles immer ausverkauft. Ja. Komm, für die das macht einfach Spaß. So, wir waren jetzt in zwei großen Filialen. Wir fahren jetzt weiter. Da sind wieder mega geil. Da sind wir jetzt mal an einen anderen Punkt gefahren. Und hier werden wir mal wieder alles leer kaufen. Hallo, ich bin die Bibi und ich kaufe alle ihre Bilous. Du hast das Lippenstift in der Maske. Aber ich guck gleich mal nach dem Rossmann. Müller ist glaube ich nicht hier in der Innenstadt, aber ich guck gleich nochmal. Yeah. Ah. Denkst du, die haben Bilou? Ich will's hoffen, mein Freund. Das will ich aber auch hoffen. Da sehe ich Bilou. Oh. Da sehe ich sofort. Da habe ich einen Sender hier, einen Radar. Ein Radar? Alter, was holst du da alles raus aus diesem einen Fach? Krass, wir sind 3 Sekunden in diesem Laden. Was war unter? Oh, jetzt ist es runtergefallen. Da. Cremeschaum. Aber auch nicht mehr viel. 4 Stück sind noch da. 4 nur? Ich
Viel Glück mit den Kindern. Dankeschön. Ja, das ging ja schnell. Wie viel haben wir jetzt? War es die zweite oder dritte? Das war die dritte. Ah, das war die dritte. Wie viel hast du gezahlt? 102,02 Euro. Krass. Und weiter geht's. Uiui. Ach. Das sind viele. Geil. Okay. Das ist auf jeden Fall. Das sieht schön aus. So gefällt mir das. Das ist bis jetzt auf jeden Fall der vollste Wagen. Jetzt müssen mal gucken, was wir noch finden. Kannst du ein Foto machen? Ja. Aha. Da haben wir ja noch zwei. Zwei wieder nur? Mhm. Mann. Nee, warte, hier liegt noch eins. Oh, geil. Bin ich blind. Drei. Hier ist schon ein guter Korb. Fett. So, abzupassen, würde ich sagen. Wir verpacken das jetzt hier schon mal in Tüten. Oh, hier haben zwei Paar Fünf drin. Das geht ja nicht. Sechs komplett gefüllte Tüten. Ja. Kriegst du die alle gleichzeitig gehoben? Na klar. Heb mal Beine, Arme so an. Geht das? Oh, sorry. Hallo. Wollt ihr Bilou-Produkte haben? Schenkst du die? Ja. Ja, die sind umsonst. Danke. Bitte sehr. Danke, sehr gerne. Die Blumenfrau, die macht den ganzen Tag Blumen. Die muss eine Bilou-Packung kriegen. Ja? Ja, klar. So, jetzt haben wir noch zwei Tüten. Nee. Danke, ich fühle mich glücklich, dass ich was geschenkt bekommen habe. Oh, ich habe eine geile Videoidee. Was denn? 100 Leute bei Starbucks einladen. Das wird teuer. Ich finde es eine sehr geile Videoidee. Sollen wir es machen? Verschenk erst deine Tüten schnell. Okay, ich verschenke die Tüten schnell und ihr gebt einen Daumen nach oben, wenn wir das Video drehen sollen. Mega geil. Versuch mal mit Bilou zu bezahlen, Bibi. Ich kann Bilou schenken, aber nicht damit bezahlen. Okay, dann gib mir eine Bilou-Tasche als Trinkgeld. Traust du dich? Ja. So, rein. Ja, das ist jetzt, glaube ich, der letzte Stopp. Ich kann nicht mal die Geschäfte schließen gleich. Oh. Mm. Mega, Bilou. Lecker. Was sagt ihr? Macht ihr denn? Geil. Ich sehe da was. Stimmt, Peach gibt es seit neuestem auch wieder, ne? Ja. Mega. Die Sorten wechseln nämlich immer mal wieder. Ach Quatsch. Du musst ja immer mal wieder gucken. Immer mal da kommen nämlich auch mal ab und zu wieder alte Sorten rein. Du kannst mal die Parfums abchecken gehen. Parfums? Okay, Parfums sind beim Ausgang. Da! Oh, da stehen noch einige. Oh, geil! Eieiei. Einmal, zweimal, dreimal, fünfmal. Denkst du, es wird ein Highscore? Wie? Ja. Überall ein Parfum. Hier liegen noch zwei Produkte. Oh! Ups. Was soll das jetzt? Ups! Ja. Da waren es nur noch drei. Da ist nur noch eine. Dann haben wir alles verschenkt. Ja. Der Nächste, ja, danke für den Koffer. Der Nächste, der dich jetzt anspricht, kriegt von dir eine Bilou-Tüte. Okay. Hallo, Bibi, du darfst Hallo. Ein Video bitte machen, bitte. Ich muss immer deine Videos. Ja, gerne. Hier, guck mal, du hast jetzt sogar Videos gemacht. Echt? Ja. Lapa, wirklich? Ja. Kiss Becky. Ein Video, bitte. Dankeschön. Bitte sehr. Tschüss. Ja, der hat sich mal gefreut, ne? Okay, hat direkt mal ein Tänzchen hingelegt. Ja, komm. Ja, gut, dann gehen wir jetzt ganz schnell ins Parkhaus und dann gibt's noch mal eine kurze Zusammenfassung, würde ich sagen. Alles klar. Aber alles in allem würde ich sagen, wir waren sehr erfolgreich. Wir waren wirklich erfolgreich. Oha, die ist aber riskant drauf. Du Hammer, mein lieber Schwan. So, Bianca. Ja. Wie sieht's aus? Wir haben jetzt, du musst sagen, wir haben die größten Filialen jetzt in der Innenstadt leer gezogen. Hier gibt's bestimmt in irgendwelchen Seitenstraßen nochmal irgendwo eine Rossmann oder eine DM-Filiale, aber Die Main-Spots haben wir leer gebeit. Die Main-Spots haben wir leer gebeit und vor allem hat das jetzt alles echt viel länger gedauert, weil wir schlauen Otto-Köpfe haben das Ganze natürlich an einem Samstag gemacht, wo die Stadt rappelvoll ist und wir wurden schon doch sehr aufgehalten teilweise. Okay, das heißt, wir rechnen jetzt einmal zusammen, wie viel wir ausgegeben haben und vor allem, wie viele Produkte wir gekauft haben. Was soll ich als erstes ausrechnen? Beides bitte und dann melden wir uns in 5 Sekunden wieder. Okay. 5, 4, 3, 2, 1 und 0.
So Leute, wir haben 786,47 € für insgesamt 206 Produkte ausgegeben. Yeah! Check! Und wie viele Leute haben wir damit glücklich gemacht? Hast du das auch gezählt? Wie viele Produkte haben wir noch? Gar keins. Ach so. Was ist denn jetzt? Fährst du jetzt weg oder was? Danke für deine Dienste. Vielen Dank fürs Video einschalten. Wir sehen uns zu Hause, ne? Mieses Miststück!